Es gibt sie nur noch auf Tonträger. Die bekannteste Frauenstimme der Schweiz. Aber auch wenn die Stimme nur aus einem Plastikkassettenrekorder bläht, wird sie im Tageskindergarten Tabaluga zu Bobmigen mucksmäuschen still. Du hast Königin so fest angefangen zu briegen und jummern, dass man letztlich für Bärmst bekommen hat. Gut. Drei Tage lässt er dich rein. Und jeden Abend am 7. komme ich und frage dich, wie ich heiße. Und wenn du meinen Namen kannst verraten, das Ganze hat sich für Prinzessin und den Frosch zu einer Win-Win-Situation. Auch die Erwachsenen sind gern an der Lippe der Trudi Gerster gehangen. Über ein halbes Jahrhundert lang. Am Samstag, 27. April, ist sie im Alter von 93 Jahren zu Basel in ihrer Wahlheimat gestorben. Und sie hat vor allem gelehrt, dass man nicht mit dem Kopf soll denken, sondern mit dem Herz. Und das ist eine von ihren größten Talenten gewesen. Ich habe dann mal jemanden gesehen, was gibt es für eine andere Frau in Basel, ich weiß es nicht, wo so etwas geschaffen hat, ein Lebenswerk geschaffen hat. Sie ist so professionell und wirklich so perfektionistisch gewesen, dass ich dachte, das ist fast ein Krampf wahrscheinlich so arbeiten, aber ihr Resultat hat ihr ja recht gegeben. Also mit diesem Perfektionismus hat sie eben da die Leistung angekriegt, die sie über Jahrzehnte gehabt hat. Wenn sie überzeugt war von einer Idee, dann hat sie sich nicht mehr abbringen lassen. Sie, das war ganz hartnäckig. Das war Trudi Gerster. Ich bin in einem Tramhäuschen gesessen und ich war ein kleines Mädchen dort, als etwa sechs. Und es hat mich immer angeschaut und ich dachte, vielleicht kennt es mich. Und es hat mich einfach angeschaut und hat plötzlich gesagt, du hast dann aber ein hübsches Gesicht. Und das war so herzig. Also wir sind gerade Tränen runtergekugelt, gell? Bilder von der Landesausstellung 1939. Im Jahr, wo der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist, hat die damals noch unbekannte St. Gallerin den Durchbruch als Märchenverzählerin geschafft. Die junge Frau ist dort am Seerosenteich überrennt worden. Du liebe Zeit, das Menschenkindli. Ja, wo kommst auch du her, Meiteli? Was suchst du da? Entschuldige Sie, Hoheit. Einer, der selbst mal als Bub die Lande besucht hat, war Roland Rasser. Ich habe meine Mama also richtig zwängelt, dass sie mich praktisch alle anderen Tage musste zu dieser Trudi Gerster, zu der Märli-Tante führen. Man konnte dort noch mit einem Schiffli gehen. Es hat, glaube ich, Schifflibach geheissen, der rund um die Lande gegangen ist. Und ich war total weg von ihr, total begeistert. Und es hat immer ein Drama gegeben, wenn meine Mutter einen Tag ausgelassen hat. Die Märli-Ikone hat im Foto jede Premiere von ihm und seiner Tochter Caroline besucht. So haben sie die privaten Seiten von der Trudi Gerster kennengelernt. Sie hat mir seit Kind auf hat sie mir immer Schneewittli gesagt und das hat sie mir auch jetzt bis ins gemeinsame höhere Alter immer gesagt und das hat mich sehr berührt. Aber sie hat dann sehr viel gesagt, Schneewittli, wo bist du? Ja, sie hat immer gerufen durch alle Leute und mit 20 war das irgendwie noch herzig gewesen, aber dann irgendwann habe ich mich geniert, als mir jemand so laut Schneewittli gerufen hat, aber Trudi Gerster hat das dürfen. Ist sie nie aus ihrer Märli-Rolle rausgekommen, auch im Privaten nicht? Doch, also ich habe sie gar nicht als ständige Märli-Tante empfunden. Wir haben sogar im Gegenteil, ich erinnere mich am Spalenberg an ein paar sehr ernsthafte Gespräche mit ihr über das Leben und über die Männer hat sie auch gerne diskutiert. Was? Das kann ich nicht sagen, aber ein Gespräch ist mir geblieben und hat mich geprägt. Die
Trudi Gerster an der Landi 1939. 63 Jahre später hat sie wieder eine Landesausstellung besucht, die Expo 2002 in der Westschweiz. Er hat die betagte Damen an die Ausstellung begleitet. Der David Bröckelmann, Basler Kabarettist, der den Kasperli zu neuem Leben auf Tonträger erweckt hat. Mein Job war es, sie abzuholen und mit ihr zu warten auf einen Auftritt und sie ein bisschen zu betreuen. Sie hat mir dann meine Sigis weggeraucht. Aber sie hat gesagt, hast du auch nicht, ich baffe nur. Und eine nach dem anderen, wirklich an der Kette. Und die hat geguckt und haben einfach über Gott und die Welt blödelt. Und sie hat sehr, sehr viel Humor gehabt. Ihren Erfolg erklärt sich der Basler Künstler damit, als sich Trudi Gerster auf die Märle fokussiert und nicht auf allen Hochzeiten tanzt hat. Sie war einfach authentisch, sie war sich selber gewesen, und das ist sicher ein Geheimnis auf der Bühne, wenn man seine Passion versucht überzubringen und nicht versucht, irgendetwas anderes zu machen, was einem vielleicht nicht so liegt. Also wenn sie jetzt die Märle auf Baseldeutsch erzählt hat, wäre das vielleicht nicht so gut gekommen. Eben gerade das Ostschweizerische, wo einem ja auch ein bisschen so ja, zweispältiger Dialekt ist. Also, man liebt ihn und irgendwie ist er ein bisschen komisch, aber gleich lässt man ihm zu. Irgendetwas ist da vorhanden. Trudi Gerster wird am 6. September 1919 als älteste Tochter von Lina und Gottlieb Gerster geboren. Mit ihrer Schwester Doris und ihrem Bruder Paul verbringt sie die Jugendjahre in St. Gallen. Ausschnitt aus dem Doc-Film über Trudi Gerster aus dem Jahr 2009. Es ist ein Einblick in die Familie von der Merle-Frau, die eine Tochter und einen Sohn hat und zweimal geschieden ist. Hier im Gespräch mit der Tochter. Hast du viel den Kindern, Merle, erzählt? Ihnen? Ja, ich habe es bei ihnen ausprobiert. Ich habe immer gesagt, das sind meine Meersäule. Ja, also wir sind zwar nicht so gerne Versuchskaninchen gewesen. Er ist einer der beiden Filmemacher, der die Biografie über die Schweizer Märlenkönigin produziert hat, der Basler Angelo Lüding. Der 50-minütige Doc-Film zeichnet das Bild von einer talentierten und gescheiten, aber auch äußerst ehrgeizigen Frau, die sich nicht gern dreinreden lässt. Richtig. Für ein Business-Lunch. Für ein Zwerge. Mami. Kopf und Stutz nochmal. Nein, es ist recht. Nein, Mami. Doch, ein bisschen Pause. Nein, Mami, muss sagen, ganz richtig. Das hat man schon immer gespürt, dass es geht nach ihrem Willen. Und das ist nicht eine Altersstuhlheit, sondern das ist wirklich authentisch. Also, sie hat ein Leben lang ihr Leben, jeden Tag, jede Stunde geplant. Und sie war der Boss gewesen. Ganz klar. Ganz klar. Vielleicht gerade wegen diesem Durchsetzungsvermögen hat sich die Marke Trudi Gerster über Jahrzehnte gehalten. Wer sie um einen Auftritt angefragt hat, ist einer energischen Managerin mit klaren Gagenvorstellungen begegnet. Sie war eigentlich eine Unternehmerin ihr Leben lang. Ich meine, die Frau hat immerhin zwei Kinder durchgebracht, allein. Also das muss man dann schon auch noch sehen und ist ständig auf Achse gewesen. Mit diesen vielen Platten so dass, und Tante immer, die da dauernd reinkommen, sollte es ihr nicht schlecht gegangen sein. Obwohl sie ja schaurig immer geschaut hat auf das Geld. Nicht? Also sie hat schon wollen wissen, was für eine Gage und so. Wie sieht das Businessmodell Trudi Gerster aus? Wie das ausgesehen hat, dass es, also gegen aussen habe ich es als Einfrauunternehmen wahrgenommen und was ich für ihre Zeit doch als sehr fortschrittlich empfinde. Ob das wirklich so war, weiß ich nicht, aber ich finde, das war so ein wirklich Allrounder, der von A bis Z viel selber auf die Beine gestellt hat. Und immer wollte die ganze Familie zusammenheben. Die Mehrheit unseres Volkes, die grösste Mehrheit unseres Volkes, würde es vorziehen, etwas weniger Komfort und etwas weniger Bequemlichkeit zu haben. Bei diesem Auftritt hat Trudi Gerster ihren Anspruch geltend gemacht, mehr zu sein als einfach nur eine schweizweit bekannte Märle-Tante. Trudi Gerster, Prominenz, Aushängeschild im Kampf gegen das AKW Kaiserangst. Der Alt-Grossrot und Nationalrat Hans-Jörg Weder. Er hat Trudi Gerster für die Anti-AKW-Bewegung gewonnen.
Mit der Künstlerin, die 1968 als eine der ersten Frauen in grosser Rot gewählt worden ist, verbindet ihnen jahrelange Zusammenarbeit. Im Parlament sei sie kein Pflegelichtsfraktionsmitglied gewesen, erinnert er sich. Sie weiss, es ist nicht gut, mit ihr nicht gleicher Meinung zu sein. Das war zeitweise eine Frage, verstehen Sie? Also, ich bin so gar nicht gewöhnt, mich zu ducken oder zu bückeln zu machen. Und mir ist es immer schwer gefallen. Wenn sie mir gesagt hat, du musst, hat sie gesagt, du musst dies machen, soll machen. Und du musst. Und dann habe ich gesagt, ich muss gar nicht, Trudi, dir mir noch folgen. ja, ich habe sie gut mögen, weil sie, das ist, sie ist also schon eine Matriarchatin. Vom anderen kommt das von einer Mutter. Wenn wir meine politischen Gegner haben, haben wir natürlich mehr Militanten aufs Brot gestrichen, oder? Vor allem, wenn ich unangenehme Worte haben müssen sagen. Ich habe immer gesagt, ich wäre froh. Politik hat so viele innere Worte, wie mehr innere Worte haben. Einer, der der Trudi Gerste die Militanten am Anfang noch nachgetragen hat, war der Altständerat Karl Miwil. Er hat auch seine Gründe, wie er erzählt. Trudi Gerstner ist gewählt worden in Grosser Rot. Und an dem Tag oder am Tag darauf war ich an einer Aufführung im Fauteuil. Und dann hatte ich einen im Sperper, im Restaurant. Und man war um die Trudi Gerstner herum. Und die sagt zu mir: Du, was ist das eigentlich für eine Partei? Oder für eine Gruppierung, die mich hier aufgestellt hat. Das zeigt, dass sie völlig unbedarft politisch eingerutscht ist in die Politik. Und das hat vielleicht dazu geführt, dass man sie am Anfang nicht ganz ernst genommen hat als Politikerin. Gefürchtet sind ihre Auftritte an den Generalversammlungen vom Theater Basel. Gern hat der Premiere Stammgast das Wort ergriffen, um auf Missstände aller Art hinzuweisen. Also auch im Januar 2000. Dass man ehrlich zugibt, dass es nur 52.000 ist, weil noch Geld von vorher da war, ist verdankenswert. Aber die Frage ist ja, wie geht das weiter? Mit ihrem St. Galler Dialekt ist sie natürlich besonders immer wieder aufgefallen. Man hat auch Acht geben als Präsident, dass man ihr zwar die Bühne gegeben hat, aber nicht allzu lange gegeben hat, weil sonst haben die Genossenschaften halbwegs vermoren. Und man musste immer schauen, dass sie gerade so lange reden durfte, dass am Schluss noch ein Applaus sicher war. Und wenn man dann gemeint hat, es sei vorbei, dann hat sie noch einmal aufgestreckt und gesagt, jetzt habe sie doch noch etwas zu sagen. Und wenn ich gefragt habe, was sie jetzt denn noch wollen, hat sie, mag mich auch erinnern, hat sie gesagt, also, Herr Präsident, der Apero ist der sehr pover. Hat uns also gesagt, wir sollen einen grösseren Apero liefern für die Genossenschaft. Das haben wir dann auch gemacht. Das ist eine Anregung, die wir dann dankbar aufgenommen haben. Ich habe dafür gesorgt, dass Gagen erhöht worden sind. Ich habe mich jetzt wieder aus dem Hintergrund sehr für die Abschaffung von der Billettsteuer eingesetzt. Sie hat sich nicht können durchsetzen in Theaterbelang. Ja. Aber sie war aktiv in Theaterbelang. Sie hat geredet, man hat gehört von ihr. Und ich glaube auch, sie hat zeitlebens, solange sie sich jedenfalls aktiv in diesem Rayon betätigt hat, darunter gelitten, dass sie nie im Theaterverwaltungsrat gewählt worden ist. Der Spielplan ist einfach zu kopflastig. Man hat sich zu wehren gewusst gegen den unbequemen Geist. Trudi Gerstner, zu Basel die Merle-Tante statt die Merle-Königin. Denn wenn sie geredet hat oder etwas eingebracht hat, hat man immer gesagt, Merle-Tante. Und das ist ein bisschen Abschätzung hat das immer tönt und unter dem hat sie, glaube ich, ein bisschen gelitten. Das Basler Kulturestablishment hat sie ihr noch lange nachgetragen, als sie sich für Budgetkürzungen im Kulturbereich ausgesprochen hat. Diese Ausgrenzung ist dem Filmemacher Angelo Lüdin unter die Haut gegangen. Was mich dort sehr enttäuscht hat, ist, dass
eben die sogenannten Kulturschaffenden nach 30 Jahren ihre immer noch das zum Vorwurf gemacht haben. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie so in bestimmten kulturellen Kreis aus diesem Grund nicht gern gesehen worden ist. Ich weiss auch nicht, ob das mit der Grund ist, dass die Stadt Basel an diesem Film keinen rostigen Rappen drin hat. Und das hat uns natürlich grausam enttäuscht, oder? Er hat auch lange warten, bis er von der Basler Kulturszene wahrgenommen worden ist. Der Arthur Kohn, guter Freund von der Trudi Gerster. Wenn es um Eindringlichkeit vom Geschichtenerzählen geht, schaut der einzig sechsfache Oscar-Preisträger der Welt auf zur Merlin-Königin. Sie hat gemeint, dass Merlin-Erzählerin ist nicht das Gleiche wie ein Filmproduzent und ich könnte viel mehr Leute mit meinen Filmen begeistern. Aber ich habe ihr gesagt, es geht nicht auf die Anzahl der Leute, die irgendwie interessiert werden können, sondern es geht um Intensität. Und die Intensität, die sie gewonnen hat mit ihrer Merle, ist enorm hoch und das kann man überhaupt nicht vergleichen. Trudi Gerster. Beim Publikum zeitlebens eine Merlin-Königin. Und jeder, der mit ihr zu tun hatte, kann eine Anekdote erzählen. Auch über Blumen. Sie war also in allem enorm bescheiden gewesen. Und vor allem habe ich das gesehen, weil ich jeweils am Oben, am Münsterplatz, 3, 4, 5 besonders wichtige sogenannte VIPs eine Rose gegeben habe. Und ich habe in all diesen 17 Jahren nie jemanden kennengelernt, der sich so massiv und intensiv und unglaublich bescheiden gefreut hat über die Rosen wie Trudi Gerster, die sie dann immer weitergegeben hat, eine von ihren Enkeltöchtern. Dann hat sie gesagt, Anne, darf ich mir ein paar Rosen mitnehmen? Es waren ja 70 Rosen, weißt du? Das ist gegangen, gleich mit 30 Rosen ist sie angegangen. Die hat... Ja, da hat sie nicht gekannt. Wir sind nach der Premiere, 5-4, Premiere von immer noch oft zu Rihanna gegangen. Es ist eine Anekdote über Trudi Gerster im Theater vom Helmut Förnbacher am Badischen Bahnhof. Zusammen mit anderen Schauspielern hat er auf ihrem Bauernhof im Elsass bis tief in die Nacht gefeiert. Trudi Gerster war ein Mensch, der die Bühne gesucht hat, in der Politik wie auch im Theater. Was ist von ihr zurückgeblieben? Der Helmut Förnbacher glaubt, dass ihre wahre Leistung wegen ihrem politischen Engagement in den Hintergrund geraten ist. Der wirkliche Verdienst von der Trudi ist, dass sie, was man ja nie, gerade auch nicht in der Presse ernst genommen hat, oder ganz ernst genommen hat, ihre Märchen, die sie erzählt hat, dabei war das gerade etwas unglaublich Wichtiges für Kinder. Weil sie hat es geschafft, und das ist nicht eine schauspielerische Begabung, das hat nichts mit Schauspielerei zu tun, sie hat eine andere Gabe gehabt, da hat sie irgendwie vom lieben Gott gekriegt, wo sie hat können die Leute erreichen konnte. Und zwar auf ihre sanfte Art, also nicht politische, wo sie forscht reingelaufen ist, nein, auf die sanfte Art. Ich habe es faszinierend gefunden, wenn man sie auch heute im späten Alter noch erlebt hat, wenn sie ihre Märchen vorgetragen hat, wie gerade die kleinen Kinder, die kleinsten, wie sie zugelassen haben mit leuchtenden Augen, alles, was sie erzählt hat, haben können miterleben, auf die warme, menschliche Art, die sie hatte. Ich glaube, das ist ihr ganz grosses Verdienst. Welches Märchen ist am meisten geblieben? Das mit der Säule. Immer irgendwie die Säule, die Säule. Das, ich weiß einfach noch, Säule dort, die haben sich, weil sie das auch so anders ausgesprochen hat als mir. Sie hat nicht Säule gesagt, sondern Schüli. Die Säule ist immer noch in meinem Kopf drin, die Sau. Was, die Platten ist jetzt toll. Und die haben da ganz da.
fressen. Und da hat die Mama so halt gedacht. Sie hat immer vor sich hin gefuttert, aber natürlich nur ganz leislich. Die Männer, nicht einmal etwas sagen dürfen. Sie sind schon auf. Sie haben auch ein bisschen die Müller verzogen. So. Wer den Namen Basel in alle Welt rausdreht, kriegt am Spalenberg einen Stein. Blasius, Paul Sacher, Hans-Peter Tschudi, Roger Brennwald, Herzog Dömeran. Und wo ist die berühmteste Frauenstimme aus der Schweiz? Es wäre an der Zeit, als Trudi Gerster auch einen Ehrenplatz kriegt, findet der Arthur Kohn. Ich darf klipp und klar sagen, dass sie enorm viel für die Kultur von Basel in ihrer eigenen Art gemacht hat und dass selbstverständlich sie ein würdiger Vertreter vom Ehrenplatz Spalenberg wäre. Aber nachdem das noch nicht war, freue ich mich, wenn das noch nachträglich in Würdigung für ihre Leistung, in Würdigung für ihre menschliche Grundhaltung, in Würdigung für ihre Bescheidenheit und in Würdigung für ihre Mission, nicht Tag für Tag aufs Neue zu freuen, zum Start kam. Auf all diesen Tafeln am Spalenberg hat es noch einen Platz für den Namen Trudi Gerster.